Hallo, ich grüße dich. Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal Andreas Reinke. Ich würde mich sehr freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst. In diesem Beitrag möchte ich dir ein bisschen darüber berichten, was ich aus der Perspektive auch des Lehrers darüber denke, was eine Wunschschule vielleicht ausmachen könnte. Und ich verrate dir, warum ich der Meinung bin, dass Naivität durchaus angemessen ist, wenn wir über eine zukunftsfähige, menschenwürdige Schule nachdenken. Bei allen Schwierigkeiten und Herausforderungen, die den Lehrerberuf bisweilen ausmachen, und ist schon mal mehr heftig, dürfen wir Lehrer niemals vergessen, dass unser Beruf zu den allerschönsten Berufen gehört, die ein Mensch auf diesem Planeten ausüben kann. Ja, also Lehrer sein zu dürfen, das ist ein Geschenk. Das ist ein Geschenk und kein Schicksalsschlag. Und sehr gerne denke ich an die Lehrerin, die sich vor einigen Jahren am Anfang eines Lehrereltern-Workshops, den ich leitete, mit den Worten vorstellte: Guten Morgen, ich bin Anna und ich liebe es, Lehrerin zu sein. Oh, das war ein Fund. Innerhalb einer Sekunde entwichen sämtliche Sorgenfalten aus Gesichtern und wahrscheinlich auch Vorbehalte aus Köpfen. Und tatsächlich leuchtende Elternaugen erhellten den Raum. Und ich dachte, meine Güte, ey, jede Methode ist nichts im Vergleich zu einer Lehrerin, die ihren Beruf liebt und das eben auch ausstrahlt. Wir neigen im Umfeld Schule doch zum abstrakten Denken, so nach dem Motto, je komplizierter, desto besser. Und überhaupt, wir müssen doch bitte sachlich bleiben. Ja? Und wir müssen bitte zum eigentlichen Punkt zurückkehren. Ja, aber was ist denn bitte der eigentliche Punkt? Was ist das Wesentliche? Meine Traumschule ist eine Schule, an der Lehrer arbeiten, die ihren Beruf lieben. Meine Traumschule ist eine Schule, an der niemals der Versuch unternommen wird, Kinder auf einen Stand zu bekommen. Auf einen Stand? Inklusion? Meine Traumschule ist eine Schule, an der Lehrer zu Schülern und Eltern sagen: Schön, dass ihr da seid. Meine Traumschule ist eine Schule, an der darauf geachtet wird, dass sich auch Lehrer wohlfühlen können. Das wird völlig unterschätzt. Meine Traumschule ist eine Schule, an der Lehrer zu ihren Schülern sagen: Wisst ihr was? Ich bin so ein guter Mathelehrer. Mir wird es gelingen, euch ganz viel beizubringen und mir wird es gelingen, dass jeder von euch in Mathematik besser wird. Meine Traumschule ist eine Schule, an der Lehrer Verantwortung übernehmen für die Qualität der Beziehung, indem sie sagen: Hört mal, ich brauche eure Unterstützung. Habt ihr eine Idee für mich, was ich anders machen kann, wenn Autoritätsverlust? Nee, das macht Eindruck. Meine Traumschule ist eine Schule, an der die Lehrer im Morgenkreis sagen: Und jetzt bin ich gespannt, so richtig gespannt darauf, von euch zu hören, was ihr euch für heute vornehmen wollt und wie ich euch unterstützen kann. Meine Traumschule ist eine Schule, an der es tatsächlich um die Menschen geht und nicht um die Fächer. Ist das naiv? Ja, herrlich, herrlich naiv, oder? Also wer wirklich an einer menschenwürdigen und zukunftsorientierten Schule interessiert ist, der muss ja in gewisser Weise naiv sein. Es gibt Schulen, an denen die von mir skizzierte Haltung tatsächlich schon gelebt wird. Und wenn ich als Referent an solchen Schulen unterwegs bin und mit den Kollegen, die dort arbeiten, zum Thema Schulentwicklung ins Gespräch zu kommen, dann lese ich sehr gerne die Geschichte vor: Oh, wie schön ist Panama. Denn manchen von uns Lehrern ist überhaupt nicht bewusst, wie wunderbar sie selbst sind und was für Fähigkeiten da sind und was für großartige Arbeit sie leisten und bisweilen auch an welch wunderbaren Schulen sie arbeiten. In diesem Sinne, liebe Grüße, Andreas Reinke, Inspiration für Eltern und Pädagogen.
Würde mich sehr freuen, wenn du diesen Kanal abonnierst. Nutze dafür die Funktion unterhalb des Videos und dann bekommst du Bescheid, wenn ich einen neuen Beitrag veröffentlicht habe. Dir alles Gute. Bis dahin. Tschüss.